zufrieden sein, dass der Gesandte alaihi salatu wassalam sagt, dass die Zeit kommt, wenn anvertrautes Gut benutzt wird, um Profit zu machen. Wenn das Entrichten der Zekat als Last betrachtet wird. Wenn der Mann seine Frau gehorcht, seine Mutter ungehorsam ist. Wenn er seinen Freund gut behandelt und seinen Vater meidet. Wenn in der Moschee laut über weltliche Dinge diskutiert wird. Wenn der Führer eines Volkes der Übelste unter ihnen ist. Wenn die Menschen einen Mann aus Angst vor seinen schlechten Benehmen mit Respekt behandeln. Wenn das Trinken von Alkohol sich weit verbreitet. Wenn die Sängerinnen und Musikinstrumente sich in großen Beliebtheiten erfreuen. Wenn die Letzte dieser Gemeinde die Erste verfluchen, das sehen wir heute, dann sollen sie einen roten Sturmwind erwarten. Und sie sollen erwarten, dass diese Erde ein Verschlungen, dass diese Erde sie verschlingen wird. Ist das nicht heute die Zeit? Gehorcht heute nicht ein Mann mehr seine Frau als seine Mutter. Gehorcht er nicht mehr seinen Freund als sein Vater. Doch, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Nur diese zwei Beispiele töten uns. Alkohol an jede Sache. Heute Freibierparty. Cola kostet aber. Bier ist frei. Bier billiger als Wasser. Bierwerbung an jede Ecke. Alkohol ohne Ende. Bei uns gibt es manche, die sagen, Bier ist doch kein Alkohol. Ein Bier geht klar. Bei uns. Es gibt. Das ist kein Alkohol. Weizen, sagen die. Gesund für die Nieren, für Nierenstein und so. Es gibt Leute, sie haben schlechtes Benehmen. Die Menschen behandeln sie mit Respekt, weil sie haben Angst vor ihren schlechten Benehmen. Ist das nicht heute so? Doch, das ist heute so. Denn der Rasul alayhi salatu wassalam hat nie gelogen. Und er hat das gesprochen, was Allah Jalla Jalalu ihn offenbarte. Und das sehen wir auch heute. Die Zeit des Schlechten, in der wir leben. Gehen wir zurück. Was sagt der Rasul alayhi salatu wassalam? Wenn wir uns an die Sunna festhalten, sie lieben, sie leben und sie weitergeben, Allah wird uns eine Belohnung geben von 50 Sahab. Er wird uns das geben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns Eigenschaften des Salaf eineignen. Dass wir uns Sprüche des Salaf eineignen. Nicht die Sprüche der Nichtmuslimen. Nicht die Eigenschaften der Nichtmuslime. Das ist schwer, aber das müssen wir tun. Wir müssen einer den anderen ein Lehrer sein in dieser Sache. Erziehung ist wichtig. Und wenn wir uns in diesen Räumen nicht erziehen, glaubt es mir, da draußen erziehen wir uns so und so nicht. Da werden wir uns nur verderben. Es ist nichts Böses gegen diese Gesellschaft. Aber so ist das nun mal. Und der Gesandte, alaihi salatu wassalam, hat immer und immer die Wahrheit gesagt. So sagte Aisha radiallahu an in einem authentischen Hadith, überliefert von Hakim, wo sie gefragt wurde nach den Ursachen für die Erdbeben. Sie beantwortete, wenn eine Frau ihr Kleid in ein anderes Haus als den ihren Ehemanns ablegt, reißt sie ein Schleier zwischen sich und Allah Jalla Jalalu. Das ist normal heute. Fremdgehen, ruf mich an, Telefonnummer, ich komme dich nach Hause besuchen. Normal heute. Jeder kennt das. Furchtbar. Wenn sie sich für jemand anderen als ihren Ehemann parfümiert. Das ist Standard heute. Nicht nur parfümiert. Sie verbringt 5 Stunden vor dem Spiegel nur für andere. Und sie ist depressiv, wenn sie da draußen nicht 5 Autos gehupt haben. Warum bei Claudia 5 gehupt, warum bei mir nur 2 gehupt? Sie ist noch depressiv. Muss noch zum Psychologen antidepressiv nehmen. So sagt Rasul alaihi salatu wassalam in den Hadith hier weiter, sie bringt Feuer und Schande über sich. Und Aisha überliefert weiter, wenn die Unzucht legal wird und Wein getrunken wird und dazu Musikinstrumente gespielt werden,
wird Allah Jalla Jalalu in seinem Himmel eifersüchtig sein und der Erde befehlen, zittere, zittere Erde und zerstöre alles, was auf dir ist. Und die Erde zittert, weil sie Angst hat von Allah Jalla Jalalu. Die Erde hat Angst und sie fürchtet sich und sagt, ja Allah, auf mir ist Unzucht, auf mir ist Musik, auf mir ist Schlechtes und ich diene dir. Alles dient Allah. Auch wenn meine und deine Augen das nicht sehen. Aber alles dient Allah. Ein Tier dient Allah. Ein Baum dient Allah. Rasul alayhi salatu wassalam sitzt. Und ein Muschrik kommt und sagt, wer bezeugt, dass du der Gesandte bist? Prophet sagt, dieser Baum, Baum, komm her. Der Baum geht raus aus seinem Wurzel, kommt zum Prophet, hebt seinen Ast hoch. Und es kommt eine Stimme und sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Der Muschrik sagt, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Das geht nicht anders. Alles bezeugt Allah, wenn wir das auch erkennen. Die Gegenstände erkennen es. Aber der Unterschied zwischen uns und diesen Gegenständen ist, dass die Gegenstände nicht befragt werden. Allah wird diese Dunya in eine alte Frau verwandeln und sie hässlich machen wegen ihren Sünden, die auf diese Dunya getrieben worden sind. Und sie wird nicht abgerechnet. Aber wir werden abgerechnet. Das ist der Vertrag, das ist der Deal. Aber der ist einfach, wenn wir uns an Wort Allahs halten. Studieren, unsere Gelehrten respektieren, unsere Zunge hüten und unser Benehmen verbessern und uns ermahnen lassen von denen, wo uns Allah Jalla Jalalu auch ermahnt hat. Wichtig ist, dass man seine Familie pflegt, dass man seine Familie schützt, dass man seine Mutter pflegt, dass man seine Mutter hoch ansieht. Dass man, Rasul alayhi salatu wassalam sagt in einem Hadith, ein Sahaba kam und sagt, ja Rasulallah, ich habe keine Mutter. Er sagt, du hast Tante, die Schwester von deiner Mutter, sie ist wie deine Mutter. Ein anderer Sahaba kommt und sagt, ja Rasulallah, mein Vater verlangt von mir Besitz. Rasul alayhi salatu wassalam sagt, du und dein Vater, du und dein Besitz gehört deinem Vater. Diese Religion lernt uns Gemeinsamkeit, Zusammenhalt. Glaubt es mir, liebe Brüder. Das, was man uns ständig beibringt, sei selbstständig, sei selbstständig, sei selbstständig. Guck, dass du mit 18 dein Haus verlässt. Du musst erwachsen werden, Brüder. Das ist richtig. Dagegen sagt keiner was. Aber deine Mutter und dein Vater sind das Höchste, deine besten Freunde in dieser Dunya. Solange sie leben. An denen hast du Hassanet al-Jannat. Dein Bruder ist gut. Aber deine Mutter und dein Vater sind hoch. Ich habe keine Mutter. Und ich weiß, was das heißt. Ich sage euch das, die ihr Muttern habt. Wenn Allah eure Mutter nimmt, Schlüssel von Hassanet ist zu. Dann musst du erstmal über Tante versuchen. Solange ihr Mutter habt, behandelt sie gut. Weil das ist euer Schlüssel zum Jannah. Ob ihr es wollt oder nicht. Weil sie hat euch im Bauch getragen. Sie hat die Venen gehabt. Sie hat schlaflose Nächte gehabt. Vielleicht ist sie gestorben bei der Geburt. Aber nicht dein Freund. Dein Freund ist gut. Keiner sagt es. Aber deine Mutter und dein Vater sind hoch. Sei nicht von denen, wo der Rasul alayhi salatu wassalam sagt, er wird seine Frau gehorchen, seine Mutter ungehorsam sein. Das geht nicht. Ein Sheikh erzählt, er war in Dubai und einer kommt und kauft eine Goldkette für seine Frau, riesig teure Goldkette. Für seine Mutter kauft er einen kleinen Ring, der Silber war. Das geht nicht. Verwöhne doch nicht deine Frau so viel, aber deine Mutter tust du runter. Auch in einer ganz traurigen Erzählung, die der Sheikh auch erzählt, sagt er war mit seiner Familie am Picknicken.
Und er ist morgens gekommen.